Hallo und herzlich willkommen zu bei FIFA 21 in der Karriere mit den FC Schalke 0. Und ja. Und. Heute gegen Leverkusen spielen oder gegen wer steht noch dran? Union. Ja, okay. Denke ich klar, dass wir gegen Leverkusen spielen werden, weil Union, was weiß ich, sind. Ich schaue mir einfach mal. Und Platz 12. Das passt. So. Spielen. Nein, ich wollte eigentlich nicht das Problem beheben, aber okay. So. Wir haben. Harit konnte alles mit Boetius. Da lassen spielen und dann passt das schon. Fischer kommt für Mascarell. So. Okay. Ja. Aufstellung, so lassen wir das. Und so gehen wir auch rein ins Spiel. Und hoffen mal, das gewinnen wir. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es. Start. Kein Problem. Nein. Ball wurde verloren. Jetzt haben wir Scheiß drauf. Let's go. Gehen wir rein. Beste Heimmannschaft gegen beste Auswärtsmannschaft. Heute treffen hier zwei enorm starke Teams aufeinander. Gleich können wir endlich loslegen mit Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Sie dringend zum Parkplatz. Ihr Auto steht im Halteverbot und wird in Kürze ab. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Rolf Fuß und Frank Buschmann und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Wir sehen also das beste Heimteam gegen das beste Auswärtsteam. Und das dürfte spannend werden. Die einen stark zu Hause, die anderen stark in der Fremde. Ich bin gespannt, wer seine Bilanz hier weiter ausbaut. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Okay. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen sie natürlich am liebsten zu Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck. Und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Partie in der Bayer Arena.
Das Spiel läuft. Leverkusen mit dem Anstoß. Ich bin gespannt, wie sie hier auftreten. Okay. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Ja, sehr wichtig. Dragovic. Druck. Gesetz bekommen. Patrick Schick. Die Lösung finden. So, da. Ja, energischer Vorstoß. Das könnte die Gelegenheit geben. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Okay, das war leicht. Kurze Ecke. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Konrad Leimer. Leverkusen versucht jetzt mal. Kein guter Zweikampf. Mühelos geht. Da ist er alleine durch. Nein. Das muss das Tor sein. Tor. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Pass, pass, pass. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Okay. Für Patrick Schick. Und damit Leverkusen jetzt vorne. Leverkusen, die Nummer 14, Patrick Schick. Wieder leicht. Ja. Bakayoko. Patrick Schick. Jordi Alba am Ball. Dako Namjene. Konrad Leimer. Palacios. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ah, das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2-3 Fragen gefallen lassen müssen. Jorge Torreira. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der neue Spielstand damit 1-1. 24 Minuten sind hier gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update. Moussa Diaby. Patrick Schick. Ganz energisch. Den Zweikampf führt er sehr gut. Amina Ritz. Ja. Das ist die Chance jetzt. Ja. Muss Abschluss geben. Was? Dako Namjene. Jordi Alba hat den Ball. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainage heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Leverkusen bekommt den Freistoß. Man, oh man. Da können sie erstmal klären. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, das waren wir dabei. Weiter gefährlich hier. Oh, da wäre jetzt Platz. Das muss es sein. Das hätte ich ja nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance.
2-1, hier ist noch alles drin. Tor Schalke 04, die Nummer 7, Jean-Paul Boetius. Panayotis Retsos, Dragovic, Palacios. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Schönes Anspiel. Moussa Diaby. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Lucas Torreira. Kann er was draus machen? Die Chance jetzt. Er ist aufmerksam. Gut vom Tor. Klar, dass sie die Tür aufbauen wollen. Jetzt gibt es Eckball. Gute Möglichkeit also. Kurze Ecke jetzt. Ball kommt rein. Ja, sie können erstmal klären. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. 2-1 der Pausenstand. Damit ist die erste Hälfte vorbei. Okay. Und jetzt geht's hier los mit Durchgang 2. Die Schalker mit dem Anstoß. Könnte jetzt was werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das war schlecht. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Es ist nicht zu übersehen, sie brauchen mehr Torchancen, wenn das heute noch was werden soll. Wenn sie die Niederlage abwenden wollen, dann müssen sie vor allem in dieser Hinsicht eine Schippe drauflegen. So, liebe Zuschauer, aus dem Studio bekommen wir jetzt die Infos zum Spiel im Wohninvest-Weser-Stadion, denn da gibt es ein Tor. Wir haben hier den zweiten Treffer für Köln, der neue Spielstand. Könnte der Ausgleich werden? Latte! Oh, und Tor! Kann. Der passt ganz genau! 2-2. Das war aber knapp. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor. Da braucht man auch die Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball hinter der Linie. Natürlich. 13. Tor. Böse. Alles wieder offen hier. 2-2. Tor Schalke 04. Die Nummer 7. Jean-Paul Boetius. Bakayoko. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Auswechseln bei Bayern die Führung. Sie werden hier wechseln. Vom Feld gegangen, die Nummer 14, Patrick Schick. Neu in der Partie, die Nummer 14. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Bayer Leverkusen. Dann geht es. Jetzt ist der Platz da. Das muss es sein. Tor. 2-3. Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Durchsage für Herrn Michael Bukowski. Michael Bukowski. Den Ball geht er erstmal nicht her. Das Licht. Ich wiederhole. Das könnte vielleicht was werden. Das Licht.
fängt diesen Ball ab. Leverkusen versucht es jetzt mal. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Ball bei Leverkusen. Da. Schafft Leverkusen doch noch den Ausgleich? Da hat sich der Fans. Jo. Ja, geht gut dazwischen. Nicht schön. Er passt gut auf und hat den Ball. Wird Einwurf geben. Nicht mehr dabei. Es gibt einen Wechsel. Panagiotis Eretzos. Neu im Spiel. Die Nummer 18. Stimmt, ich wechsle auch nochmal. Amaechi kommt mal für was? Und Matondo fürs Go. So. Und nun kommen zwei frische Spieler in die Partie. Wendel. Leverkusen bekommt den Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was er ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Da wäre Platz für den Konter. Klares Abseits hier. Schade, wäre keine schlechte Möglichkeit gewesen. Dako Namjene. Jordi Alba ist das. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Wir lassen sich Zeit im Aufbau. Schuss kommt nicht durch. 8 Minuten jetzt noch. Auf außen ist Platz. Ja. Jetzt können Sie es entscheiden. Noch die Chance da. Lucas Torreira. Klasse gehalten eben. Vielleicht ist das noch mal der Alter. Konrad Leimer. Schöner Pass. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Gut den Ball verteidigt. Könnte der Ausgleich werden. Er kommt an den Ball. Per Rechtsschluss. Zum Glück. Gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er wirklich so ist. Die Auswärtsstärke der Gäste müssen wir heute natürlich wieder mal loben. Tja. Das könnte die Gelegenheit. Zum Glück. Zum Glück. Okay, nach dem Spiel. Bayern gewinnt gegen Dortmund, auch geil. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So, jede Chance nutzen. Ja. Jürgens hat 2 Tore. Da, wir haben es drauf. Vielen Dank für diese. Genau. So, Bözius Entführung abgeschlossen. Oh, Digga. Gut. Bözius jetzt auf. Ziele sind gefährdet, der Entwickler ist Plan Bözius. Okay. Gut, dann geht's in Berlin. Trainingstag.
machen, aber egal. Dann simulieren. Gaudium Update mal wieder. Oh. Sieger. Ich mit. Nee, nee. Jakob weiß. Gerne. Nein. Okay. Dann nicht. So. Ich würde eigentlich nur Matondo wechseln. So, da kommt Hariten und Stürmer. Ach, lass mal einfach so. Und let's go. Wir spielen mal 0-0. Naja, trotzdem immerhin ein Punkt. Trotzdem nicht zufrieden. Naja. Gut. Da will ich jetzt auf jeden Fall erstmal sagen. Das Video. Das Zuschauen. Ja, machen wir jetzt noch mal ein bisschen zu. Gehört weiter zum Team. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.